Einen wunderschönen guten Tag, ein neues Video für alle Renn- oder Rennstreckenbegeisterten. Könnte das jetzt hier sehr interessant sein. Die Roadster Challenge ist wieder da oder unter einem Namen da. Wir hatten schon früher es mit anderen Namen probiert. Wir hatten schon mal die Miata Challenge, wir hatten die MX-5, nee, die Mazda Challenge. Auf jeden Fall haben wir es jetzt soweit alles beisammen, dass wir eine Roadster Challenge machen. So, Roadster Challenge im Groben. Also der Plan ist, das Ganze im Rahmen der Time Attack aufzuziehen. Praktisch eine Rennserie in der Rennserie. Ausgelegt nur für MX-5-Fahrer bzw. Roadster-Fahrer. Wir wollen den Abarth ja nicht vergessen. Wenn jetzt der eine oder andere Z4- oder Z3-Fahrer sagt, ich habe da auch Bock drauf, würden wir ihn jetzt auch nicht ausschließen. Aber halt für kleine, sportliche Roadster, weil wir einfach festgestellt haben, passen nicht ganz so in das komplette Reglement der Time Attack. Deswegen wollen wir es so ein bisschen schöner darstellen, dass man wirklich kompetitiv zusammenfahren kann. So, jetzt die Frage, für wen ist das was? Grundsätzlich für jeden Auto- und Motorsportbegeisterten, der entweder, sag ich mal, schon recht Trackday-affin ist oder Trackday-Erfahrung hat, sich aber mal mit anderen wirklich mal richtig messen möchte und mal gucken, wie so das Auto gegen andere abschneidet in einer eben offiziellen Klasse oder in einem offiziellen Rennen. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der sich bisher noch nicht durchringen konnte, sich mit dem Thema Motorsport auseinanderzusetzen oder diesen Schritt zu gehen, da vielleicht einfach das Thema zu weit weg von einem ist, man vielleicht auch keinen Ansprechpartner finden konnte oder das Ganze auch finanziell etwas weit weg war, um da irgendwo mitfahren zu können. Das kann man schon gut verstehen. Andere Rennserien können unter Umständen ganz schön teuer sein, wenn man da irgendwo ein konkurrenzfähiges Auto haben möchte. Lennart hat es schon angesprochen, wir sind mit den Fahrzeugen jetzt gerade so am Reglement-Limit der bisherigen Time Attack-Klassen, um überhaupt mal konkurrenzfähig zu sein. Und wir sehen das nicht so als Sinn und Zweck der Sache. Und das schafft halt mit eigenen Klassen nochmal ein ganz neues Potenzial da an der Stelle, um mit den MX-5 und auch anderen Roadstern entsprechend flott unterwegs zu sein und Spaß zu haben, Rennen zu fahren. So, drei Klassen soll es nachher geben. Du kannst sie ja mal aufzählen, welche wir da haben. Genau, die werden sich an den Namen, also die Namensgebung orientiert sich an den Klassen der Time Attack. Also es wird eine Club NA Roadster Challenge geben, eine Club 2 WD im Rahmen der Roadster Challenge und eine Pro-Klasse im Rahmen der Roadster Challenge, die aber von den Leistungsstufen bzw. was an Leistung dann im Endeffekt gefahren wird und vom Aufbau der Fahrzeuge ein bisschen unter den Klassen in der Time Attack sein wird, weil wir einfach gemerkt haben, um MX-5 in den aktuellen Klassen, wie gesagt, so schnell zu machen, dass man da ordentlich mitfahren kann, ist es übersteigt das Budget vieler Menschen und wir wollen einfach mehr Leute abholen, dass sie günstigen Motorsport betreiben können. So. Für all die, die sich bisher fragen, wovon schwätzen die zwar eigentlich überhaupt, was ist denn eigentlich Time Attack? Die German Time Attack Masters, wie wir sie hier in Deutschland fahren, ist eine Rennserie, eine relativ, ich sag mal, vergleichsweise preisgünstige Rennserie, wo es darum geht, dass man in einer jeweiligen Klasse gegeneinander antritt mit der besten Zeit, die man fährt. Man fährt also nicht auf effektive Platzierung auf der Rennstrecke, wer ist gerade vor wem, sondern wer fährt seine schnellste Rundenzeit. Grundsätzlich findet so ein Rennwochenende oder ein Renntag, wenn es auf einen Tag reduziert ist, folgendermaßen statt. Man hat zwei Trainingsstints, die sind üblicherweise 20 Minuten lang jeweils, indem man halt das Auto mal warm fährt, sich mit dem Auto auseinandersetzt, die Strecke kennenlernt, guckt, wie sind die Bedingungen. Nach diesen zwei Trainings gibt es ein sogenanntes Warm-up, da wird dann nochmal eine Zeitennahme getestet, dass diese auch wirklich funktioniert, sodass dann halt für den Veranstalter da alles funktioniert. Dann gibt es ein sogenanntes Qualifying, auch nochmal 20 Minuten, so wie das Warm-up eben auch schon, von dem ich gesprochen habe. Dort geht es halt darum, in seiner Klasse eine möglichst beste Zeit zu setzen. Da zählen nämlich die Zeiten schon in die Wertung mit rein. Und die fünf schnellsten aus diesem Qualifying fahren im sogenannten Finale. Das wird dann eine sogenannte Hot Lap gefahren. Was heißt das? Jedes Auto fährt halt raus. Man hat eine Einführungs- oder Warmfahrrunde. Wenn diese abgeschlossen ist, zählt die Runde, die Rundenzeit, die du jetzt dann in dieser einen Runde fährst. Also in der zweiten sozusagen. Und wenn diese abgeschlossen ist, hast du noch eine Outlap, eine Abkühlrunde und fährst dann in die Box zurück. Das heißt, du bist effektiv drei Runden auf der Strecke. So,
Und diese eine Runde dazwischen, diese zweite gefahrene Runde, ist diese, die dann halt für dich zählt. Und da musst du halt wirklich deine perfekte Zeit fahren und dann, wenn du es halt unter die ersten drei schaffst, schaffst du es auf Podium und so weiter. Aber da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. So, warum das Ganze? Wir haben es auch schon ein bisschen angeteased. Warum die eigenen Klassen? Es soll halt irgendwie günstig und bezahlbar bleiben. Eine ganze Saison liegt um die 2000 Euro. Wir haben jetzt noch nicht die Preise fürs nächste Jahr. Aber in diesem Jahr, wenn man sich für eine ganze Saison anmeldet, Größenordnung 2000 Euro. Und das finde ich halt wirklich fair, für dass man im Jahr 5 verschiedene Rennstrecken oder 4, es gab jetzt einen Termin doppelt dieses Jahr, weil es einen Ausfall gab, wo auf meistens 5 Strecken, die auch wirklich namhafte Rennstrecken sind, also Nürburgring, Oschersleben, Hockenheimring, Lausitzring, halt wirklich große Rennstrecken, die man halt auch, wo ein Trackday jetzt nicht ganz günstig ist, und es soll halt auch für die Trackday-Fahrer was sein, die halt sagen, ich möchte einfach mal ein bisschen mitfahren, möchte diese Strecken erleben und möchte dort vor Ort mit euch sein und einfach eine gute Zeit haben. Ja, für die Leute soll es eigentlich sein. Jetzt die Frage, warum solltet ihr irgendwie bei uns mitfahren oder was ist irgendwie der Vorteil, den ihr davon habt? Wir werden es halt so machen, dass es eine Art Preisgeld gibt für die verschiedenen Fahrer. Sprich, Online-Shop-Gutschein werden in den drei verschiedenen Klassen, wird es jeweils für den ersten einen 150-Euro-Shop-Gutschein geben, einen 100-Euro-Gutschein und einen 50-Euro-Gutschein für 1, 2 und 3 in jeder Klasse. Und so soll es halt irgendwie möglich sein, sich das ein bisschen gegenzufinanzieren, wenn man halt ein bisschen am Lenkrad drehen kann. Wir werden uns davon ausnehmen. Das heißt, wenn einer von uns irgendwie auf dem Podium sein soll, also uns heißt SPS Motorsport, wird es an den nächsten, also wenn es der dritte Platz ist, wird es an den vierten weitergegeben, dass es halt da fair bleibt. Genau, und diese Shop-Gutscheine werden von verschiedenen Sponsoren sein. Also sie werden erstmal nicht für unseren Shop sein. Allerdings für den Sieger der Saison in der jeweiligen Klasse gibt es einen 1.500-Euro-Gutschein für unseren Shop. Sprich 750 Euro, wenn man alle 5 Läufe gewinnt, plus 1.500 Euro, wenn man dann die ganze Saison gewonnen hat. Und damit hat man sich dann eigentlich die ganze Time Attack-Saison gegenfinanziert. Das klingt doch echt nicht schlecht, zumal wenn man eh schon mal die Veranstaltungskosten für sich alleine betrachtet, ist es für diese Saison waren es jetzt 2.000 für 5 Veranstaltungen. Ja. Das ist pro Veranstaltung 400 Euro, in der man Rennen fährt. Man hat auch ein bisschen Verschleiß, man hat auch ein bisschen Kosten außenrum, keine Frage. Da gehen wir noch in einem separaten Video drauf ein. Da wird es noch so ein kleines How-To geben. Das kommt dann als nächstes, sodass ihr wisst, was so effektiv euch gewissermaßen da erwarten kann. Aber um den groben Rahmen schon mal hier so ein bisschen abzustecken, erklären wir euch jetzt, wie das Ganze hier dann entsprechend aussieht. So, wie der Lern schon gesagt hat, wenn man da entsprechend gut vorne mitfährt, unabhängig davon, was wir mit unseren Autos machen, das ist nämlich ganz cool, dann kann man sich da schon relativ gut so eine Saison gegenfinanzieren oder halt entsprechend da für sich wieder rausholen. Sonst weitere Goodies, wenn ihr da entsprechend in der Veranstaltung mitmacht, wenn ihr euch für die komplette Saison anmeldet. Es ist so, da schlage ich nochmal kurz einen Weg zurück zu den Regeln. Die Klassen sind nachher ein Stück weit leistungslimitiert. Also bis zu einer gewissen Leistung fährt man noch in dieser Klasse mit, ab einer gewissen Leistung fährt man in der nächsten mit und so weiter. Da werden wir aber auch nochmal genauer drauf eingehen. Wir müssen ja irgendwie nachweisen, dass das Auto diese Leistung auch hat, um in dieser Klasse sein zu dürfen. Das machen wir über einen Prüfstandslauf bei uns vor Ort. Wer sich für die komplette Saison anmeldet, hat diesen Prüfstandslauf bei uns kostenfrei. Den werden wir euch dann nicht berechnen. Außerdem, wer sich für eine komplette Saison anmeldet, bekommt einen Reifengutschein für unseren Online-Shop. Das heißt, derjenige, diejenige, die sich für so eine Saison anmeldet, bekommt dann entsprechend einmal einen 10% Online-Shop-Rabatt für Reifen in unserem Shop. Was gibt es noch zu sagen? Also die Anmeldung sollte ab jetzt möglich sein. Wir hauen den Link zur Webseite einmal unten in die Beschreibung. Und genau, da könnt ihr gerne mal gucken, euch irgendwie groben Infos durchlesen. Es wird dann einen Artikel in unserem Shop geben, wo man sich für die ganze Saison anmelden kann. Und wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, könnt ihr das dementsprechend buchen und seid dann nächstes Jahr bei der Road to Challenge dabei. Es lohnt sich für diejenigen, die wirklich die gesamte Saison mitfahren wollen, auch die gesamte Saison zu buchen. Wir werden, wenn die wirklich exakten Termine und die exakten Rennstrecken feststehen, auch hier noch
buchbare Einzelveranstaltungen im Onlineshop oder eben auf der Roadster Challenge Seite darstellen. Diese sind logischerweise zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, aber alle 5 Einzeltermine aufsummiert werden etwas teurer liegen, wie wenn man einmal die Gesamtsaison schon im Vorfeld bucht. Das heißt, es lohnt sich hier entsprechend das Ganze zu machen, eben neben dem Thema Leistungsprüfstand und Reifengutschein. Also schaut da mal auf jeden Fall rein, es könnte sich für euch lohnen. Um nochmal zurück auf die Klassen zu kommen, also was heißt es, 3 verschiedene Klassen? Wir wollten einmal die Club NA so ein bisschen nachbauen für den MX-5. Das wird so im Rahmen 180 PS sein, beziehungsweise NA, NB, NBFL wollen wir ungefähr 180, 185 PS als Leistungsmaximum haben und für den NC und NND 170, 175 PS, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Chassis doch ein bisschen unterschiedlich sind und die neueren Chassis ein bisschen schneller sind. Deswegen gibt es da noch so eine kleine Unterteilung. In dieser Klasse ist auch der ABBA drin, richtig? Genau, der ABBA soll auch in der Klasse drin sein. Hat ja auch irgendwie grob um die 170 PS. Er sollte da dann gut mitfahren können. Wir haben erst überlegt, es auf Sauger zu begrenzen. Aber wie gesagt, wir wollen da niemanden ausschließen. Und so ein Serienturbo kann auch, denke ich, gut in der Klasse mitfahren. In der nächsten Klasse, der Club 2 WD, wird die maximale Leistung für NA, NB, NBFL 250, 255 PS um den Dreh sein und für NC, ND 230 PS. Und dann werden wir eine Pro-Klasse haben. Da wird die maximale Leistung NA, NB, NBFL 330 PS sein und NC, ND gibt es noch kein Paket, was so viel Leistung bringt, also wahrscheinlich dann nur der NC. Wird so 290, 300 PS limitiert sein. Ich denke, so ist das dann fair für alle. Wir sind jetzt in Arnoux auch schon ein bisschen Vergleichsfahrten gefahren, zum Beispiel mit meinem Auto 240 PS gegen so ein 210 PS Duratec 2,5 Liter und das passt wirklich relativ gut. Und das werden wir jetzt auch versuchen, mit den anderen Autos ein bisschen zu machen, um da nochmal genau die Leistung festzulegen, aber da halten wir euch auf dem Laufenden. Wichtig ist, eine kleine Bedingung haben wir halt bei der ganzen Roadster Challenge Geschichte bekommen. Wir brauchen genug Starter. Damit eine Klasse wirklich am Ende des Tages auch dann starten kann, brauchen wir für eine jeweilige Klasse insgesamt 7 Starter. Klar, auch unsere Fahrzeuge werden da ein Stück weit mit dabei sein, aber insgesamt, damit eine Klasse dann so starten darf und stattfinden kann, brauchen wir 7 Starter. Würden wir alle 3 Klassen an den Start bekommen wollen, bräuchten wir logischerweise dann 21 Starter verteilt auf die 3 Klassen. Sollten wir das nicht hinbekommen, ist es unser Ziel, dass wir dann halt dort Klassen unter Umständen in der Wertung zusammenlegen. Wäre halt schade, weil dann ist das Thema mit dieser Konkurrenzfähigkeit nicht mehr so gut gegeben. Weil machen wir uns nichts vor, so ein 250 PS in ANB ist halt schneller als ein 180 PS in ANB, wenn beide gleich gut am Lenkrad drehen können. Schauen wir mal, wie sich's ergibt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn entsprechend viele Anmeldungen reinkommen. Ich hoffe, wir haben den ein oder anderen jetzt hier entsprechend den Mund wässrig gemacht für das Thema Time Attack und Roadster Challenge. Solltet ihr Fragen zu dem Ganzen haben, klar, es wird noch weitere Erklärungsvideos geben, aber trotzdem gern gesehen, schreibt uns E-Mails, ruft uns an, kommt hier vorbei oder gerne auch hier drunter posten, dann können wir auch das in den nächsten Erklärvideos zur ganzen Roadster Challenge noch mit erwähnen oder mit diese Fragen beantworten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht sieht man sich im nächsten Video oder an der Rennstrecke. Bis dahin, ciao.